Sagen mit Luke Wild. Glück auf, Paul. Wir waren ja mit der Brockenbande in der Baumannshöhle. Da hat die Höhlenführerin vom Schatzsucher Baumann erzählt. Kennst du seine Geschichte? Ja klar. Leider ist Schatzsuchen eine gefährliche Sache. Und so ist auch die Geschichte vom Bergmann Baumann sehr, sehr tragisch. Schon. Aber es war sehr spannend zu erfahren, woher der Name eigentlich stammt. Der Bergmann Baumann soll im 16. Jahrhundert gelebt haben und noch sehr jung gewesen sein. Das erklärt vielleicht auch, warum er so überzeugt war, in den Höhlen von Rübeland einen Schatz zu finden. Glück auf, ihr Lieben. Na, ich glaube, es wird mal wieder Zeit für eine Schatzsuche. Ich nehme alles zurück mit der Überlieferung, dass Baumann noch so jung war. Ah, es geht um den Kollegen Baumann. Wie, du kennst den? Bin ja öfter in der Höhle. Wenn du auch dort warst, könnte er dir vielleicht begegnet sein. Der geisterte ab und zu noch mal rum. Mensch, Papa, erzähl doch Luke nicht schon wieder eine Geistergeschichte. Ich hab da unten tatsächlich gedacht, so eine merkwürdige Gestalt gesehen zu haben. Das waren sicher Stalagniten. Wenn du das sagst, mein Sohn. Ich jedenfalls habe den Baumann mal in der Nähe der Höhle im Gebüsch rascheln hören und bin dem Geräusch gefolgt, bis zu einer Felsenspalte. Da bin ich natürlich auch durch. Wie einst der Baumann. Glücklicherweise hatte ich meine Grubenlampe dabei, mit voller Batterie, denn dem Baumann ist ja leider seine Lampe ausgegangen. Deine Grubenlampe? Die kann doch auch grün und rot leuchten und damit anzeigen, ob man lügt. Die hätte ich jetzt gern mal hier. Die leuchtete auch an jedem Tag nur grün. Ich also durch den Felsspalt und rutschte direkt dahin, wo dem Baumann die Lampe ausgegangen war. 3 Tage hat er einen Ausgang gesucht und sich dabei bestimmt erkältet, so kalt, wie es das ganze Jahr dort ist. 8 Grad, habe ich in der Grubenführung gehört. So ist das. Als seine Kumpel ihn fanden, schenkt er ihnen mit seiner Suche die größten Geheimnisse der Höhle. Und welche sind das? Kann ich nicht sagen, habe ich dem Baumann versprochen. Papa! Aber die Kumpel von Baumann haben die dann doch auch entdeckt. Nö, nicht alle. Es bleiben immer Geheimnisse in Höhlen, die nur Menschen mit dem dritten Auge sehen. So wie ich? Und ich. Naja, dazu müsstest du erst mal aus deinem Radioturm rauskommen. Na denn?